die Beleuchtung oben. Kennst du mich? Wieder auf der Seite? Genau, die machst du an und ich mach da hinten. Juhu, wir haben alle Lichter. Ding, 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 ding. Guten Morgen oder wann immer ihr auch dieses Video schaut. Es ist Samstag, der 9. Dezember, ungefähr 9 Uhr. Und obwohl es ein Samstag ist und ich ja am Wochenende eigentlich nicht arbeite, sitze ich jetzt im Büro, weil ich nämlich festgestellt habe bei meiner Wochenplanung, dass ich am Montag einen Termin habe, einen Arzttermin. Und der liegt genau in der Mitte meiner Arbeitszeit, was total doof ist. Und dann schaffe ich es nicht, Vlogmas zu bearbeiten. Das heißt, das mache ich jetzt. Denn Montag ist es wichtiger, dass ich die Bestellungen fertig kriege, die wegen dem Sonntags-Shop-Update immer am Montag ziemlich hoch sind. Deswegen mache ich mich jetzt ran und bearbeite Vlogmas, damit ihr jetzt nämlich dann auch Folge am Montag anschauen könnt, beziehungsweise ich weiß schon gar nicht mehr, das ist so kompliziert zu sagen, ich nehme da auf, ihr seht Vlogmas-Tag so und so viel, keine Ahnung. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, logischerweise. Nadine, das Hirn ist noch nicht ganz da. Jetzt dachte ich, ich kriege das total schnell hin, der Vlog ist soweit auch bearbeitet, aber offenbar dauert es am Wochenende etwas länger, etwas hochzuladen. Ich glaube, ich gehe jetzt nach oben und mache mit der Wäsche weiter, weil das dauert ewig. Bitte sagt mir, dass wir nicht der einzige Drei-Personen-Haushalt sind, die sich in der Regel am Wochenende, bei uns ist es immer der Samstag, durch Berge an Wäsche kämpfen. So viel zu, ich arbeite am Wochenende nicht. Nee, das war jetzt wirklich eine Ausnahme. Video lädt immer noch hoch, aber ich schaue jetzt einfach dann später runter und freue mich, dass ich jetzt den Ständer im Studio leer habe, weil dann kann ich färben, nur am Montag. Nicht mehr gucken, ob ich es am Dienstag dann hinkriege, so wie ich es geplant habe. Aber jetzt wirklich Wochenende. Ich glaube, Frank und meine Maus sind verschollen. Sind jetzt schon über 1,5 Stunden weg und ich habe mich jetzt auf die Couch gepflanzt. Mir tun die Beine weh. Was ich am Sport hasse, sind Beine. Deswegen, ich genieße jetzt meinen Kaffee, der leer ist. Nee, ich stehe jetzt nicht auf. Thank you.
Vorbild.